Herr Recknagel, Sie sind eine Legende. Der Skispringer mit den Armen nach vorn, so wird ja heute nicht mehr gesprungen, und haben jetzt Ihre Autobiografie geschrieben. Was hat Sie veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Wenn Sie von Legende sprechen, ist mir das etwas fremd, weil ich das eigentlich gar nicht sein möchte. Entscheidende Frage war hierbei, Leistungen einmal aufs Papier zu bringen, eine gewisse Vorbildleistung, Schrittmacherdienste, also auch Pionierleistung. Und da dachte ich immer an mein Vorbild aus Norwegen, Birger Rutt, Sepp Bradl aus Österreich, Sepp Weiler als Springerkönig von Deutschland und natürlich auch die Norweger Polarforscher Nansen und Scott und Amundsen. Das sind also Leistungen, die für die nachdrängende Jugend und auch für die, die das miterlebt haben und die, für die Nachwelt, ungeheure Leistungen, die mich beeindruckt haben. Und ich habe auch diese Biografie zum Teil gelesen und habe mich sehr beeindruckt. Und meine Angelegenheit, 10 Jahre Leistungssport für die DDR und für Deutschland, zweimal in gesamtdeutschen Mannschaften bei Olympischen Spielen, das sind Leistungen, die also bekannt geworden sind, sehr nützlich sind, eine gewisse Vorbildwirkung haben und man kann aus diesen Erfahrungen und Vorgehensweise lernen und das wollte ich vermitteln und kann nicht von Nachteil sein für die Jugend und die damals aktuell dabei waren, das noch einmal in Erinnerung zu rufen. Fangen wir doch mal mit Ihrer großen Goldmedaille an, die Sie in Squaw Valley 1960 ersprungen haben. Sie sind damals auch als Fahnenträger der gesamtdeutschen Mannschaft einmarschiert? Das Zustandekommen der gesamtdeutschen Mannschaft war sehr schwierig. Es gab einen sogenannten Flaggenstreit. IOC-Präsident Prendisch hatte verkündet für beide Teile Ost und West an die Sportführung, wenn sich Ost und West nicht einigt, dann fährt keine Mannschaft. Also es gab dann eine Einigung. Also im Skisprung war Max Bolgart aus Oberstdorf und ich, wir waren gesetzt und die anderen mussten bis Samstag, bis zum 27. Februar, am 28. war Finale, noch für die Entscheidung klar machen, wer kommt in die Mannschaft. War ungeheuer schwer. Was auch erschwert war für uns, die Generalprobe 1959, auch keine Teilnahme. Das war also sportpolitisch gesehen für uns ein Nachteil und niemand hat das verstanden. Selbst die Sportler aus Ost und West haben das nicht verstanden. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben. 1959 haben die Amerikaner eingeladen, die Schanze schon mal vor den Olympischen Spielen zu erproben. Und da sind Sie nicht hin. Das war eine Generalprobe, die sehr wichtig ist, dass man die Wettkampfstätten kennenlernt. Und das ist schon, man fährt dann ein Jahr später mit mehr Ruhe und Übersicht und man kennt das Gelände. Das ist alles immer vom Vorteil. Wir haben dann kompensieren müssen und wir waren gut vorbereitet. Aber warum sind Sie nicht hingefahren? Na, das war dann Einreiseverbot für die DDR-Mannschaft.